Auf der Cross Area Fair, hier auf dem Stand von Pia Völk. Frau Völk ist Make-up-Artistin. Genau. Was macht man als Make-up-Artistin? Man verschönert und unterstreicht vor allem auch die Schönheit der Menschen. Es geht eben ums Make-up, ums Gesicht, um Haare, um Form. Heute hier 14 Models haben Sie gestylt. Genau. War das nicht anstrengend? Eigentlich nicht. Also es fließt bei mir nur so, wenn ich loslegen darf, ja. Super. Und die Models waren gut vorbereitet, haben auch mitgespielt, hat alles ganz gut in der Organisation geklappt. Genau, die hatten teilweise auch schon eine Grundlage, dann brauchte man darauf nur noch aufbauen. Und es waren ein, zwei, die durfte ich dann komplett einmal umstylen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Worauf kommt es denn im Wesentlichen an, wenn Sie jetzt so ein Gesicht sehen und sagen, das muss fotografiert werden? Worauf achten Sie da besonders? Ich schaue mir als erstes die Gesichtsform an und versuche dann einfach Vorteile vom Gesicht zu unterstreichen. Also ich picke mir meistens eins raus, entweder die schönen Augen oder manchmal auch schöne volle Lippen. Es kommt ganz drauf an. Ich betone immer so die Vorteile, die man da zu bieten bekommt. Erstmal gucken, was da ist und dann das Gute herausarbeiten. Ja, vielen Dank für das kleine Interview hier auf der Cross Area Fair im Möbelhaus Finke. Dankeschön, Frau Völk. Danke auch.